Ich habe wirklich lange überlegt, wo es mit meinen Haaren hingehen soll. Ich habe mich jetzt entschieden, meine Haare wieder wachsen zu lassen. Und um was es sonst noch in diesem Video geht, das erfährst du nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich starte mit diesem Video wieder ein Haarwachs-Marathon, wo ich euch teilhaben lassen möchte. Und ich habe wirklich lange überlegt, was mache ich jetzt nach dem Haarespenden? Ich werde dir übrigens einen Videoausschnitt hier jetzt mal einblenden, wo du siehst, wie ich direkt nach dem Haarespenden ausgesehen habe. Also man sieht keinen sehr, sehr großen Unterschied, weil das war im Juni. Deswegen sind die Haare natürlich jetzt gewachsen. Ja, es gibt schon so gewisse Unterschiede und mein Haar hat ja auch einen Stufenschnitt. Und der muss natürlich mit der Zeit raus. Ich habe jetzt nicht so die dicken Haare, die man durchstufen könnte, sondern bei mir gibt das Haar nicht viel aus. Ich habe zwar viele Haare, aber leider eben feines Haar. Und das sieht dann hinterher, je länger das wird, das sieht einfach nicht gut aus. Und meine Idee war jetzt halt einfach, euch nochmal teilhaben zu lassen und alle 2 bis 3 Monate eben so ein Video zu machen, wo ich euch eben zeige, was sich bei mir auf dem Kopf getan hat. Den Pony lasse ich natürlich regelmäßig schneiden. Es hat sich sehr viel mit meinen Haaren getan. Ich habe vor 4 Monaten habe ich die Pille abgesetzt. Diese Videos findest du auf meinem Zweitkanal, Minimalistisch Intuitiv Vegan. Da gibt es ein Pille-Tagebuch. Und ich habe nach dem Haareschneiden im Juni, und ich habe ja im Juni eben auch die Pille abgesetzt, habe ich sehr schnell leider bemerken müssen, dass meine Haut sich in Richtung fettig richtig stark verändert. Und ich hatte dann mit den Haaren Probleme. Ich dachte erst, dass der Haarausfall, der dann eingesetzt hat, dass das eben vom Pille weglassen kommt. Kam es eigentlich im Endeffekt schon, aber das war nicht der Hauptgrund, sondern mein Körper hat sich dann so mit dieser veränderten Situation auseinandergesetzt, kann man wirklich sagen, dass ich auf dem Kopf leider eine Pilzinfektion bekommen habe. Und davon kam dann schließlich auch der Haarausfall. Ich musste dann hergehen und musste Terzolin nehmen. Mal kurz zu dem, also zu der Thematik von dem Hautpilz. Du kannst dich zwar damit anstecken, aber der Pilz ist bei jedem von uns einfach auf dem Kopf. Und wenn dein Hormonhaushalt oder allgemein dein Immunsystem nicht mehr so richtig stimmt, dann ist es schlicht und ergreifend so, dass der Körper dann überreagiert und dieses Gleichgewicht nicht mehr da ist. Und ich habe das dann schon gemerkt, dass ich einzelne offene Stellen dann auch auf dem Kopf hatte. Ich hatte wirklich einen ganzen Kopf voller Schuppen, kann man sagen, aber so richtig schlimm. Ich bin gar nicht mehr Herr über die Lage geworden. Ich habe zwar immer schon die essigsaure Rinse gemacht, ich habe Schuppenshampoo verwendet, aber es hat wahrlich gar nichts mehr funktioniert. Ich habe dann auch Grapefruitkernextrakt auch mit auf den Kopf gegeben, was ja auch eben eigentlich helfen soll, aber dieses Gleichgewicht, da ging gar nichts mehr. Also ich konnte einfach überhaupt nichts mehr erreichen. Ja, also die Kopfhautsituation, die hat sich so stark innerhalb, kann man sagen, von 1 bis 2 Monaten so verschlechtert, dass ich einfach nichts mehr wusste, als in die Apotheke zu gehen und mir Terzolin zu holen. Terzolin ist ein Medikament. Das ist nicht vegan und schon gar nicht tierversuchsfrei. Also ich bin auch kein Freund von solchen Sachen, aber mir blieb einfach nichts anderes übrig. Also das hat gejuckt, das hat gebrannt, meine Haare sind so ausgefallen. Und warum man da einen Haarausfall bekommt, hängt damit zusammen, dass der Pilz das Haar angreift und du dann natürlich abgebrochene Haare dir auskämmen kannst. Schön. Ich bin ja froh, dass es im Endeffekt nichts mit der Haarwurzel war, aber auf Dauer ist es natürlich auch für das Haar und die Haarwurzel auch schädlich.
Das hat dann sehr schnell geholfen gehabt. Ich kann es empfehlen, wenn du in einer Situation bist wie ich, wenn wirklich gar nichts mehr geht, weil ich greife sonst nicht zu solchen Medikamenten, ja? Also ich bin da gar kein Freund davon. Aber meine Haut hat so stark auf dem Kopf gejuckt, dass ich in der Nacht davon aufgewacht bin. So schlimm war das irgendwann. Und du willst ja dann auch nicht andere Leute auch anstecken, weil es wird ja dann auch anstecken, besonders älteren Menschen gegenüber oder eben Menschen mit einem schlechten Immunsystem. Das willst du dann halt natürlich auch nicht. Und da musst du auf jeden Fall was tun. Mir blieb nichts anderes mehr übrig. Also ich habe da dann auch schon so ein paar Diskussionen auf Instagram gehabt, weil ich ja eben vegan lebe und tierversuchsfrei lebe. Aber mir blieb echt, ich hatte keine andere Wahl mehr. Entweder fallen mir noch mehr Haare aus und das hat psychisch macht das schon was mit dir, wenn du halt wirklich büschelweise Haare verlierst. Und stellenweise war das so, wenn ich mir die Haare gewaschen habe, dass sind richtige Strähnen aus den Haaren rausgefallen. Und da denkst dann schon mal, jetzt muss ich was tun. Also ich habe das dann 4 Wochen zweimal in der Woche verwendet. Also man darf das dann halt auch nicht häufiger. Nicht vergessen, es ist eben ein Medikament. Und habe dann angefangen, die ganze Sache wieder auszuschleichen. Nach den 4 Wochen habe ich 2 Wochen lang nur einmal gemacht. Jetzt ist es so, dass ich es nur nach alle 2 Wochen verwende. Zusätzlich eben auch ein Shampoo von Eucerin. Das habe ich mir aber mehr oder minder aufschwatzen lassen. Das hätte jetzt nicht wirklich sein müssen. Es ist nicht schlecht, aber ich würde auch so von Eucerin nichts kaufen, weil eben Beiersdorf, das möchte ich nicht unterstützen. Wenn ich irgendwann mal meine Haarsituation oder meine Kopfhautsituation wieder im Griff habe, ich habe jetzt im November erst einen Hautarzttermin, der das alles nochmal anguckt. Und ich merke schon, ich habe jetzt den 2-Wochen-Takt vom Terzulin und habe schon dann in der 2. Woche dann schon gemerkt, so. Als muss ich es dann schon wieder anwenden. Das kommt halt dann schon wieder so leicht durch. Und wenn man exakt nach der Packungsbeilage geht, steht da eben auch drin, dass es eben ein halbes Jahr noch in dem Rhythmus alle 2 Wochen anwenden muss, bis wirklich alles weg ist. Weil sonst kann eben die Pilzinfektion wieder ausbrechen, was natürlich nicht so geil ist. Ich verwende natürlich die Essigsäurerinse immer noch. Hab dann eben, nachdem ich auch das Terzolin genommen habe, was meine Haare dann unwahrscheinlich auch zusätzlich noch, also nicht die Haare, sondern die Kopfhaut ausgetrocknet hat, habe dann mit einem anderen Problem zu tun gehabt. So nach dem Pille absetzen war schon die Haut fettiger und die Kopfhaut natürlich auch. Aber ich habe mir dann mit dem Terzolin und dem Schuppenshampoo komplett meinen Haarwaschrhythmus verdichtet. Ich habe ja immer schon gesagt, wenn ich bei meiner Haut, je häufiger ich die Haare wasche, desto schneller fetten die. Das habe ich schon immer gesagt. Und ich bin jetzt tatsächlich so weit, dass ich eigentlich, wenn man es genau nimmt, meine Haare jeden Tag waschen könnte, was kontraproduktiv ist. Also ich bekomme das gerade mit Mühe und Not so hin, 2-Tages-Rhythmus zu machen. Ich übe mich gerade wieder einem 3-Tages-Rhythmus. Und das funktioniert unwahrscheinlich gut mit Heilerde bei mir gerade. Also, sie juckt zwar bei mir auf der Kopfhaut, das muss ich dazu auch sagen, aber so mein nächstes Problem, mein nächstes hormonelles Problem auf der Kopfhaut sind leider Pickel. Ich habe Pickel auf der Kopfhaut bekommen. Habe ich noch nie gehabt, also echt nicht. Und von dem her ist ja schon die Heilerde eigentlich was Gutes, weil es eben ja, auch entzündungshemmend wirkt und eben dieses Sebum auf dem Kopf aufsaugt. Ja, also das ist wirklich ein gutes Trockenshampoo. Ich hätte es echt nicht gedacht. Das macht die Haare richtig schön griffig. Allerdings muss ich bei Menschen sagen, die vielleicht blondierten Teil haben oder richtig langes Haar haben, ist es schon so, es ist schon trocken. Ja, es kann vielleicht zu trocken werden. Also da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Öl oder ähnliches brauche ich mir im Moment nicht in die Haare geben, weil die sind so schon fettig. Also, nee, das muss gerade gar nicht sein. Wenn man auf meine herkömmlichen Shampoos eingeht, dann sind das halt immer noch die festen Shampoos. Das sind eben die meisten jetzt immer noch Schuppenshampoos, die ich
im Moment nicht so wirklich brauche. Und ich habe mit einem festen Shampoo angefangen, was ich noch nicht vorgestellt habe, kommt aber noch, bin ich noch am Testen. Und zwar, das ist das feste Shampoo von Klar gegen fettige Haut. Und bei dem Shampoo ist es halt so, was eben die anderen Shampoos falsch gemacht haben. Sodium Laurelsulfat ist sehr kontraproduktiv, wenn du fettige Haare hast. Ja? Das ist wie im Gesicht auch, du darfst deine Haut nicht austrocknen. Weil wenn du die Haut austrocknest, fettet sie umso stärker nach. Deswegen bin ich ja auch dran, nicht jeden Tag meine Haare zu waschen, weil das einfach, das klappt bei mir gar nicht. Die werden immer noch schneller fettig. Und ich bin echt zufrieden mit dem. Also das Haar muss sich natürlich wieder so ein bisschen dran gewöhnen, weil eben das schon so ist, dass da kein Sodium-Laurelsulfat drin ist, da ist ein Inhaltsstoff drin, den ich nicht aussprechen kann. Der funktioniert aber echt gut und wenn du jemand bist, der so auf Schaum steht, da ist es echt eine gute Sache. Übrigens gibt es von Klar immer noch einen Rabattcode. Bis Ende Dezember hat sie gesagt, 15% dürften das sein. Klar Coco, Klar, K-L-A-R, ich schreibe es einfach hier unten mal rein. Klar Coco einfach als Rabattcode anwenden und du kannst dich am ganzen Sortiment bedienen. Ich muss echt sagen, also es sind halt schon große Klötze, das sind 100 Gramm Shampoo. Da kommst du halt echt eine ganze Zeit lang damit klar, das ist echt der Hammer. Also das Shampoo werde ich auch bald mal vorstellen. Ich will es noch ein bisschen testen. Ich will noch kurz auf das Thema Haare färben eingehen. Ich werde meine Haare grau werden lassen, weil ich das einfach richtig cool finde. Ich habe schon zig Frauen gesehen, wo das richtig nice aussieht. Und so möchte ich eben auch werden. Ich habe keine Lust und kein Interesse, meine Haare regelmäßig einzufärben. Und mir hat jemand hier auf dem Kanal mal unter ein Video geschrieben, dass es einfach auch viel cooler ist, irgendwie die Haare grau werden zu lassen. Und es gibt Menschen, die Haare grau färben. Also warum sollte ich meine Haare grau färben, wenn sie selber grau werden? Also ich habe noch nie so den super guten Bezug zu meiner Naturfarbe gehabt, dass ich jetzt sagen würde, schade, dass sie jetzt weg ist oder so. Da sehe ich irgendwie nicht so das Problem. Und ich habe genau gewusst, als ich meine Haare gespendet habe, das war das letzte Mal färben, weil da musste ich sie halt einfach einfarbig einfärben, dass die gleich aussehen, weil das halt schon recht weit rausgewachsen war. Da sieht man es wieder, ich war noch nie jemand, der irgendwie regelmäßig Haare gefärbt hat, das war noch nie mein Ding. Schreib mir doch von dir bitte unten in die Kommentare, was du für ein Haartyp bist, was du verwendest. Vielleicht kannst du mir ja auch so ein bisschen was empfehlen, gerade was die Pickel auf der Kopfhaut betrifft. Die stören mich schon so ein bisschen, aber ich will da eben auch nicht zu viel machen. Und mit Mühe und Not komme ich jetzt wieder zu den 3 Tagen, aber so richtig funktioniert es noch nicht, muss ich sagen. 2 Tage sind bei mir, da muss ich durch. Da muss ich definitiv durch, das geht gar nicht anders. Aber 3 Tage funktioniert noch nicht so richtig gut, wenn ich ehrlich bin. Aber mit der Heilerde ist es richtig cool. Ich will dazu auch noch ein Video machen zu Alternativen zu Trockenshampoo. Und an dieser Stelle melde ich mich jetzt ab, sage danke fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!